Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist mein erstes YouTube-Video, also verzeiht mir, wenn das vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist. Worum geht es in diesem Video? Wie es die Kameraeinstellung gerade vielleicht vermuten lässt, geht es um meinen Tisch. Nein, Quatsch. Es geht in diesem Video um die Loot Raider Box aus dem Monat Juli. Also ganz frisch gerade heute bei mir eingetroffen. Motto dieser Loot Raider Box war Marvel meets Nintendo bzw. Nintendo meets Marvel. Was heißt jetzt Motto? Bei dieser Box gibt es jeden Monat ein spezielles Motto und zu diesem Motto oder Thema werden dann entsprechend Items umgerechnet im Wert von 60 Euro in diese schöne Pappschachtel gepackt und alle Nerds und Geeks, zu denen ich mich irgendwie in gewisser Weise auch zähle, können sich diese Box entweder im Einzelabo bestellen, was ich jetzt diesmal gemacht habe, um das Ganze erstmal auszuprobieren. Dann kostet das Ganze 34,95 €. Dann kann man das Ganze im 3-Monats-Abo sich bestellen. Dann kostet eine Box 29,95 €. Und ja, wenn man ganz verrückt ist, dann kann man sich diese Boxen auch im Jahresabo holen. Und dann kostet jede Box ja, 24,95 €. Gut. Wie man sehen kann, wie man vielleicht sehen kann, ist diese Box hier noch versiegelt. Packen wir das Ding mal aus und ich bin wirklich sehr gespannt, was da drin ist. Ich bin nämlich ganz ehrlich, ich habe so ein Ding noch nie gehabt. Habe mir diverse Reviews, beziehungsweise nicht Reviews, sondern Unboxing-Videos angeguckt auf YouTube und Co. Und ja, bin angefixt und jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Das Thema interessiert mich wirklich sehr und ja. Wollen wir mal loslegen mit dem Auspacken, würde ich sagen. Und zwar kann ich hier die Box nochmal in der Nahansicht zeigen. Loot Raider steht vorne drauf, ganz klar. Auch ein schönes Detail ist diese aus Videospielen bekannten Items, Symbole. Auf der Rückseite auch nochmal ein paar bekannte Charaktere, sage ich jetzt einfach mal nur, weil mir gerade nicht einfällt, was es für welche sind. Und ja, so viel zu der Box. Jetzt machen wir sie mal auf. Dazu nehme ich mir hier mein tolles Messer, was ich habe, mein Survival Kit und ritschratsch ist das Ding offen. So, oh, geil. Geil ist super, ich sehe gerade, dass ihr nicht seht. Drehen wir das Ganze mal um. Wow. Was ich auf Anhieb sehen kann, ist, dass ein T-Shirt drin ist. Das ist eigentlich immer so bei dieser Loot Raider Box. Aber es ist auch ein Basecap dabei, was ich ziemlich geil finde gerade. Ja, mega. Fangen wir mal an hier. Was haben wir hier? Marvel Comics. Das sieht mir aus wie ein Notizblock. Ja, von Marvel. Hier kann man auch die einzelnen unterschiedlichen Charaktere sehen aus dem Marvel-Universum. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel Thor, ich sehe Iron Man, ich sehe Wolverine, dann sehe ich noch Hulk, Captain America, das Ding. Ja, ziemlich cool. Also ein Notizblock, kann man nochmal hier sehen, Marvel Comics. Geile Sache, ganz ehrlich. Ich packe das Ganze mal aus gerade. Gucken, ob ich diese komische Folie hier aufbekomme. Ich habe hier mein tolles Messer. Ach, verdammte Axt. So, so und so und so. Sorry. Weg mit dem Scheiß. Cool. Echt cool. Also hier auf den Blättern selber ist dann scheinbar immer Spider-Man drauf. Wie man hier nochmal sehen kann. Und ja, entsprechend die einzelnen Charaktere auf der Seite. Finde ich ziemlich cool. Geile Sache. Machen wir mal mit dem Kleinkrams weiter. Da haben wir hier ziemlich gut einen Energy Drink. Das ist eigentlich auch so üblich bei dieser Loot Raider Box, dass da oft ein Energy Drink drin ist. Mit einem ziemlich geilen Motiv, würde ich sagen. Passt halt wieder zu Nintendo. Einfach nur geil.
Der Mega-Mushroom, sage ich jetzt mal, der Mario in den New Super Mario Bros. Spielen, zumindest auf der DS, hat riesig werden lassen. Und ja, was steht hier drauf? I will make you stronger. Ja, was soll ich sagen? Ich bin impressed. Also, das ist gerade ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Pfandfrei ist das sogar cool. Die Dose werde ich mir, glaube ich, eh aufbewahren, weil die einfach ziemlich fett ist. Tun wir das mal beiseite zu dem Block. Dann haben wir hier Schreibkrams, beziehungsweise im Detail haben wir hier ein Ratzefummel, sprich Radierer, ein Kugelschreiber, ein Spitzer, ein Lineal und ein Bleistift. Also so ziemlich die Basis von dem, was man so im Büro oder ähnlich braucht. Vor allen Dingen passt das vom Stil absolut, wenn ich das nochmal gerade hier holen sollte, zu diesem Block, ne, wenn man das hier mal so betrachtet. Die aufgedruckten oder angebrachten Marvel-Charaktere auf diesem Block entsprechen genau denen von diesem Schreibset. Das finde ich einfach nur episch. So, was haben wir hier noch Feines? Ein Puzzle. Ein Mini-Puzzle. Mini-Puzzle mit 54 Teilen, so wie es aussieht. Cool. Ich mache das mal gerade auf. In der Tat, wie man hier sehen kann, ein Puzzle mit offensichtlich 75 Teilen. Auch ein cooles Logo. Captain America ist vorne drauf, unter anderem. Coole Sache, ganz ehrlich. Jetzt machen wir aber hier mal ein bisschen Platz. Ich packe den Karton mal ganz weg und das Puzzle weg. Denn ich habe hier eben noch was anderes gesehen. Das hier ist eine Comic-Ausgabe. Eine Comic-Ausgabe und zwar Wolverine. Nach Xavier die Zeit der Apokalypse. Weapon X. Wir können ja mal reingucken, wie das so aufgebaut ist. Ziemlich cooler Stil, muss ich sagen. Werde ich mir auf jeden Fall mal im Detail anschauen, definitiv. So. Tun wir es aber auch mal beiseite und kommen zu den beiden Items, die mich schon beim bloßen Öffnen richtig impressed haben. Und ganz ehrlich, Leute, das ist mega geil. Schaut euch mal diese Basecap an. Ist das geil oder ist das geil? Also ganz ehrlich, ich besitze ja alle stationären Nintendo-Konsolen und auch die meisten mobilen. Und ganz ehrlich, das hier ist einfach nur mega geil. Also als ich gehört habe, dass die Loot Raider Box im Juli das Motto Marvel meets Nintendo hat, da habe ich ja sofort gedacht, da schläge ich jetzt mal zu. Habe mich erstmal für ein Einmonatsabo entschieden, weil ich gedacht habe, komm, es ist mir zu riskant jetzt hier, was soll ich sagen, direkt 3 oder gar 12 Monate abzuschließen, weil wer weiß, dann passt dir das Motto irgendwann mal nicht und dann hast du nachher irgendeinen Krams, den man dann wirklich nicht haben muss. Aber ganz ehrlich, das hier hat sich definitiv gelohnt und da lohnt sich auch der Mehrpreis, den man halt zahlt, wenn man nur eine Ausgabe sich bestellt. Das ist episch, das ist einfach nur Awesome. geil. So, jetzt kommen wir aber zu dem Item, was auch immer dabei ist, und zwar dem T-Shirt. Freunde, ich brech zusammen. Schaut euch dieses Motiv an. Lasst es auf euch wirken. Ich glaube, ich brauche hier nichts mehr hinzuzufügen. Das ist einfach nur genial. Wir haben hier einen Mix, wie gesagt, aus Marvel und Nintendo. Und wir sehen hier Donkey Kong im Stile des Hulk. Dann haben wir hier Luigi mit dem Hammer in der Hand, das heißt Luigi aka Thor. Mario stellt hier ganz offensichtlich, hier sieht man den angedeuteten Arc Reactor, Iron Man da. Und Yoshi, last but not least, sieht man am Shield, Captain America. Ganz ehrlich, ich bereue das keine Sekunde, dass ich diese Box bestellt habe. Das ist einfach nur genial. Geil, geil, geil. Boah. Was noch auch immer dabei ist, habe ich aber jetzt bewusst zu guter Letzt erst mir in die Finger geholt, ist natürlich der, ja, Beipackzettel, wo nochmal komplett draufsteht, was hier jetzt eigentlich drin ist und ja, was hier drin ist und vor allen Dingen auch der Wert der einzelnen Sachen. Versuchen wir alles nochmal hier irgendwie so ein bisschen abschließend
irgendwie aufs Bild zu kriegen. Keine Ahnung, das wird mir vermutlich nicht gelingen, ist aber auch vollkommen wurstig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es ein bisschen hölzern und holprig aufgenommen wurde, das muss ich ja zugeben. Aber bitte verzeiht es mir, wie gesagt, das ist mein erstes YouTube-Video, was ich jetzt uppen werde. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.